Der Kettenantrieb ist die effizienteste Art der Kraftübertragung von der Kurbel auf das Hinterrad. Durch meine Erfahrung aus ca. 2500 verkauften Rädern mit Pinion und Rohloff zusammen kann ich behaupten, wenn Sie die Kette wie hier nachfolgend beschrieben pflegen, kann die Kette über 10.000 Kilometer halten. Ich habe auch Kunden, die fahren über 20.000 Kilometer mit einer Kette. Eine generelle Aussage kann man nicht machen. Die Haltbarkeit ist sehr extrem von der Pflege und von der Nutzung abhängig. Verwenden Sie zur Pflege ein spezielles Fahrradkettenpflegemittel. Hier sind einige Beispiele mit Träufelflasche oder Sprühdose. Schmieren Sie nicht direkt vor der Fahrt, der Schmierfilm soll aushärten. Wie einfach und schnell das Schmieren geht, demonstriere ich Ihnen hier. Achten Sie darauf, dass Sie kein Schmiermittel auf die Bremsscheibe bringen, also schmieren Sie nicht hinten. Am besten geht es so, nehmen Sie einen Lappen, halten diesen unter die Kette und sprühen die Kette ein. Durch den Freilauf kann man die Kette einfach nach hinten ziehen. So, das war's schon. Wischen Sie die Kette leicht ab, damit das überflüssige Fett weg ist. Das Schmieren der Kette dauert wenige Sekunden. Lassen Sie das Schmiermittel in der Nähe des Fahrrads stehen, so können Sie öfter schmieren. Ich empfehle Schmierung alle 500 Kilometer, bei schlechtem Wetter auch öfter. Das Spannen der Kette nach ca. 1000 Kilometer dauert 1 bis 2 Minuten. Ich zeige es hier in Kurzform, ich habe ein eigenes Video darüber. Wenn die Kette stark durchhängt, sollte sie nachgespannt werden. Zwei Schrauben lösen, die Stellschraube entkontern, Kette nachspannen, Kette soll nicht spannen, noch leicht Bewegung haben. Schraube kontern, Schrauben festziehen, andere Seite gleiche Prozedur, das war's. Der Aufwand zur Kettenpflege ist gering. Auf 1000 Kilometer gerechnet brauchen Sie ca. 10 Minuten. Demgegenüber steht eine längere Fahrzeit mit Riemen durch den schlechteren Wirkungsgrad von mehreren Stunden. Beachten Sie auch meine Videos zum Wirkungsgradvergleich Kette gegenüber Riemen. Das wird Ihnen die Entscheidung erleichtern.